Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Subraum Emissär bei SSBB. Letztes Mal waren wir im Dschungel und die Bananen von Donkey und Diddy wurden entwendet. Dann hat Bowser Donkey in eine Trophäe verwandelt. Jetzt geht es weiter am See. Diddy versucht jetzt natürlich Donkey aus Bowsers Klauen zu befreien. Weil es ja in eine Trophäe verwandelt worden, wie ich ja eben sagte. Und da ist auch ein Erwin noch abgeschmiert. Schrecke nicht das Wasser auf, es ist der Wetter von Moritz. Nein, es ist ein Pokémon. Moment, das war ein Herr der Ringe Zitat, was springen wollte. Das hat nicht gepasst. Das ist der erste Boss des Subraum Emissärs. Dieser komische, Quadrat-Drache da. Es sieht aus wie so Plättchen, die ineinander gesteckt worden sind, fast wie so ein Spielzeugdrache. Das, ich weiß, es ist irgendein Pokémon, aber wie gesagt, seit Ende der zweiten Generation habe ich diese Serie nicht mehr verfolgt. Und wen haben wir hier? Wer könnte es doch anders sein? Wer springt aus einem Erwin heraus? Bitte, Leute. Es ist Fox McCloud. Can't let you do that, Star Fox. Denkt sich der Boss hier. Rayquaza oder sowas soll das hier heißen, glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Das werden wir gleich sehen, wenn die Energieleiste eingeblendet ist. So, Fox und Diddy zur Auswahl für diesen Boss. Noch von der vorherigen Wahl übernehmen wir Diddy. Ihr kriegt dann nach Episode 6 quasi wieder die Wahl. Und es geht los. Bosskampf. Ja, Rayquaza. Ha. Bisschen was wusste ich auch noch. Also, der hat eigentlich ein ganz einfaches Attackenmuster, welches ich jedoch vergessen habe. Ich weiß, man sollte aufpassen, wenn er von oben oder von unten rein donnert oder von der Seite kommt. Wenn man lang genug auf diese Bosse wartet, kann man... Wow, ich bin voll aus der Übung, was diese Bosse betrifft. Dabei habe ich den Boss-Modus schon auf schwere Stufen durchgehabt, egal. So, er haut wieder ab. Kommt jetzt über die Seite. Nein, das war eine Punchline. Direkt aus dem Spiel raus. Egal. Fox wieder in der Reihe. Also wie gesagt, ich muss noch mal wieder ein bisschen in die Bosskämpfe reinkommen. Aber ich habe von den meisten eigentlich noch das Muster in etwa drauf. Ich hätte nur springen sollen, wenn er mit der Schwanzattacke kommt. Das war fail. Man kann das eigentlich zurückschicken mit Fox Reflektor, aber ich war zu unfähig dafür, das richtig zu timen. Jesus. Ich habe wieder mal nicht an diese Drehattacke gedacht. Egal, wir haben den Boss trotzdem gleich. Wenn man lang genug wartet auf diesen Boss, erscheint die sogenannte, der sogenannte Trophäensockel. Wenn der Boss nämlich geschwächt ist, dann könnt ihr Boss nämlich immer in Trophäen verwandeln. Da ich Rayquaza schon als Trophäe habe, glaube ich, zumindest, ich bin mir gerade nicht sicher, ist es nicht erforderlich. Also werde ich dann nicht in diese Welt machen. What the fuck? Ich dachte, ich hätte ihn besiegt, aber jetzt. So, noch ein paar Aufkleber. Halt, war da noch einer? Nein, okay. Übelst rumgefehlt, aber Boss geschafft. Fox will natürlich wieder abhauen und Diddy. Nein, du musst mitkommen! Ich will gehen. Nein, du kommst mit! Er denkt sich nur, oh mein Gott, what the fuck. Okay, wir starten wieder als Diddy. Ah, die Musik ist wieder herrlich. So, hier haben wir ein ganz interessantes Level. Das wechselt quasi zwei Dimensionen. Ich glaube, so Tag-Nacht-mäßig ist es fast. Wenn man bei Tag nicht vorbeikommt, kommt man dann bei Nacht vorbei und umgekehrt. Also hier waren eben die Blöcke noch blockiert. Im Nachtlevel sind wir im Taglevel oder sagen wir Nachtdämmerung, Abenddämmerung Level, keine Ahnung, so in der Art sah es aus. Auf jeden Fall, halt, wieder durch diese Tür hier durch. Teleport, nein, Quatsch, passt hier nicht so genau. Es ist ja kein Teleport, in dem Sinne, wir betreten ja Portale. Hoho, Portale. Oh, diese Vögel sind auch so bescheuert. Die fallen runter wie so Dartpfeile oder sowas. Ah, geh weg. Aber ihr habt... dammit. Jetzt weiß ich nicht, welches dieser Items da so wichtig war. Ich glaube, die Trophäe. Okay, fuck. Hier, ich habe dich geblumt. Das ist auch toll. Neuer Spruch oder so. Ich habe dich geblumt. Und dich habe ich gesockelt. Oder auch nicht. Was ist das für ein... Was ist das für ein Suizid, Gumba? Der kommt von irgendeinem Suizidkommando oder sowas. Halt, da geht es runter. Aber da will ich noch nicht runter, falls dann nämlich noch etwas ist. Ach, Mist. Okay, ich habe Mist gebaut. Ich kann sein, dass ich irgendwie... Ja, ich habe voll Mist gebaut. Seht es euch an. Diddy spielt den sterbenden Schwan. Ich werde von allen Seiten von Hammerbrüdern angegriffen. Baseball. Fang! Geht doch. Und hindurch. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte da oben, tut es mir leid, dann werde ich halt später mal zurückgehen müssen. Weil das soll ja ein 100% wollen werden. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann den gar nicht mal zu 100% durchspielen. Obwohl doch dann die Herausforderung gegen
Toon Link, Wolf und Pummeluff, weil die drei sind ja beim ersten Mal durchspielen erforderlich, dass man die Charaktere alle freischalten kann. Wir ignorieren die Hammerbrüder, die mich sowieso wieder teilweise ownen, schon wieder so ein Föhnvieh. Die Vögel kann man übrigens auch als Item gebrauchen. What the heck? What was the what the what? Wir gehen hier durch. Dann, dann, dann. Schön entspannende Musik, ne? Ah, hier war das wohl. Ich meinte, dass ich was verpasst hätte. Achtung! Angriff der Killer! Schaf! Böcke, whatever. Nein! Lass mich doch landen, du Assel! Assist, okay. Okay, das war ein Tatsunoko vs. Capcom-Zitat. Ich habe das in letzter Zeit auch sehr viel gespielt. Okay, jetzt haben wir hier Giant Fox. In your face. Wir abräumen. Hear me roar. Und ab durch diese Tür. Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher, ob ich hier was verpasst habe oder nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt was verpasst. Jetzt kommen wieder. Oh nee, diese Viecher, die hasse ich. Die hasse ich. Da gibt es ein paar von denen. Die springen einfach aus dem Boden raus und knutschen euch ab. Ein Softdrink, vielen Dank. Ich muss gucken, ob ich hier richtig war. Hier war ich falsch. Hier muss ich erstmal aktivieren. Okay. Ach, die Stelle hier, die ist so blöd, die hasse ich richtig. Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Die machen übelst Schaden. Das ist auch so eins. Kann jemand verarschen? Was zum Henker? Ich hab gesagt, man kann die verarschen. Nein! Was soll denn das? Okay. Na, würdest du diesen Kasten bitte kaputt machen? So, Aufkleber. Nicht unbedingt wichtig zum 100% durchspielen, aber können wir dennoch für den Moment gebrauchen. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich. Nein, ihr kriegt mich doch. What the fuck? Lass mich doch in Ruhe. Ich hasse diese Knutschviecher. Ich sag's ja, I sag's, ne? Wie war das? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier richtig war oder ob ich wieder falsch war. Ach, dammit. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. In Super Mimis, es ist ja schon ewig her, dass ich in Super Mimis durchgespielt habe. Ich mache ja normalerweise bei meinen LPs ab und zu einen Test-Run vorne dran. So wie einige amerikanische LPs. Aber hier hatte ich keinen vorgenommen, weil ich dachte, ich krieg's irgendwie so gebacken. Aber naja, umso lustiger sind dann die Fails, die ihr habt! Wo kommst du her, du blöder Goomba? Du blöder Goomba, stirb! Toll, jetzt habe ich eine Goomba-Trophäe. Davon habe ich schon massig. Hier ist was zum Heilen. Hähnchenschenkel. Wenn wir das hier kaputt machen. Ah ja, jetzt haben wir es raus. Jetzt sind wir da durchgehen. Halt. Erstmal gucke ich jetzt, ob ich dieses Mal in dieser Tür richtig bin. Ich mache es bestimmt wieder falsch. Haha. Aber noch gerettet, bevor ich die Lava berührt habe. Das ist Skill was. Oder auch nicht. Naja. Das sind wieder diese Knutschviecher. Jetzt aber gehen wir erstmal hier rein. Ich habe schon gehört, da ist noch was zum Aktivieren. Vielleicht muss ich das auch noch aktivieren. Ja, hätte ich machen müssen. Ich habe es echt nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Meine Herren. Ich sollte wirklich wieder eine Testrun. Nein! Du stirbst. Stirb. Geht doch. Jetzt kommt da wieder so ein Rising of the Midgets. Sag mal, wirklich? Ich habe versucht, über diesem Vieh drüber hinweg zu springen. Hey, was zum Henker? Die hat eine Attacke, die den Schild bricht. Willst du mich gerade ver... Ah, schon Spiel. Okay, wir haben diesen Schalter aktiviert. Ich glaube, jetzt aber muss ich dahin, wo ich immer hin will mit der Lava. Lava, Lava, Lava. Ach Mist, jetzt war es ja sogar richtig. Aber ich will gucken, ob es da hinten... Also, was heißt da hinten? Ich zeige auf den Bildschirm und ihr seht nichts. Geh weg! Geh weg! Haha, ausgedrückt. Ach, Mist. Ich dachte, hier gibt es noch ein heilendes Item. Das wollte ich nämlich sagen, dass ich mich hinbegeben werde. Ha, 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 ha. You can catch me because I'm the gingerbread man. Oder so. Okay, hier war nichts mehr. Ne, dann gehen wir halt hin und durch. Schuh. Guten Morgen, Kollege. Wie geht's? Wie steht's? Oh, eine Tomate.
Jawohl, ein bisschen Heilung. Und ab durch die Tür. Oh, diese Stelle hasse ich. Hier gibt es auch ein wichtiges Item, das ich immer verpasst habe. Wegen den Gegnern. Nein! Das wusste ich, dass das passieren wird. Egal. Los, die. Okay, deshalb brauche ich ja nicht unbedingt. Ihr wisst ja, dass ich nur auf die Golden angewiesen bin. Verflucht. Aber diese Tür, da braucht man. Die darf man nicht verfehlen. Ist schon klar, wie die so komisch angebracht ist. Ja, das ist... Wer man Donkey Kong Jungle PTP gesehen hat, der müsste diese Melodie wiedererkennen. Das ist von Battle of Storm Hills oder sowas ähnliches heißt dieses Level. Also das war dieses Donnerkastell, wo ich von den Ninja-Affen gefehlt worden bin. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch einfach an. So. Okay, jetzt müssen wir hier... Achtung, Kugel-Willi! Wow. Ich habe Breakdance unter dem hinweg gemacht. Haha, das ist selbst genug. Nein! Das war fail. Oh Gott! Ich muss den Aufkleber haben. Mist. Jetzt habe ich es doch nicht mehr geschafft, dieses Level zu 100% abzuschließen. Wegen dem Fehler hier. Oh Gott. Mist, ich hätte den Aufkleber einsammeln müssen. Oh, King Krools Schiff. Ach, da kommen Erinnerungen hoch, Donkey Kong Country. Country? Hab ich Donkey Kong Country ihm gesagt? What the fuck? Ich meinte Donkey Kong Country. Würdet ihr bitte aufhören, mich so zu ownen? Okay. Jui! Das passt geschickt zum Musikumschwung, wie ich hier durch die Gegend fliege. Wann ist denn hier endlich mal ein Safe Point, ein Ende von diesem Level? Ich habe kein... Ach, wir müssen ja noch gegen Dark Bowser kämpfen. Das ist ja so eine Art Wehen-Kopie von dem. Warum wollte ich jetzt einen Hyper-Move machen? Ich sollte es lassen, Tatsunoko vs. Capcom kurz vor Aufnahme von SSBB zu spielen. Ja, genau. What? Der hat verhindert, dass ich ihn durch diesen... Ich habe den Superhammer gehört. Dann machen wir ihn noch mit dem Superhammer fertig, wenn es hier alles geht. Da la 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 la. Party! Stop! Hammer time. Komm her. Los, flieg weg. Muss doch nicht sein, Bowser. Und da fliegt er. Come on! Los, Gangs. Dazu beigetragen, dass er besiegt worden ist, Diddy. Also gib man nicht so an, ja? Und schon ist es verflogen. Achtung! Der richtige Bowser! Muck doch nicht auf, Diddy! Lauf! Lauf, Fox, lauf! Interessantes Lachen. Das klingt so, als ob er kurz vorm Ersticken ist. So, ihr seht jetzt gleich eine grüne Flagge, weil ich was vergessen habe. Wir gehen dazu später zurück. Okay, den Kämpfern beigetreten ist Fox. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Super Smash Brother Brawl. Super Mimisair, wenn wir den verlassenen Zoo betreten.